Wird sich aber, glaube ich, eher nicht spielen. Ne? Ah, sehr schön. Das Forsthaus muss nicht mehr gebaut werden. Das heißt, da müssten immer die Arbeiter kommen und das hinbauen, abbauen oder wie auch immer aufbauen. Ah, und es wird gewerkt, sehr schön, das freut mich. Wenn man auch sieht, dass was weitergeht. Und nicht nur so getan wird. Entschuldigung. Schaut's mit der Aufteilung auf 80% bekleidet, sehr schön, 98% gebildet, das freut mich natürlich. So, hier wird erstmal das Pflanzen ausgeschaltet. Und da kommt wieder ein Händler. Sollen die vier First die hier eingestellt sein, erstmal helfen hier abzubauen, dann kann ich nämlich hier, haha, Aufträge canceln. Birnen haben wir schon, ne? Birnen haben wir schon, ja. Walnüsse auch. Ach komm. Mais, Speisekürbis, Weizen, Pekannüsse. Das sind die letzten vier Dinge, die mir noch fehlen. Wäre auch schön, wenn der mal jemand vorbeibringen könnte. Und dann soll hier erstmal noch fleißig fertig gefällt werden, bevor wir da anfangen zu pflanzen. Auch noch einiges. Ja, ich weiß, das Holz ist alle.
Schatz, da ist aus 82% gekleidet. Sehr schön, 83%. Gesundheit lässt aktuell etwas zu wünschen übrig. Obwohl wir keine frierenden Siedler mehr haben, was ja von Vorteil ist, was ich gut finde. Es kann nur mehr ewig dauern. Prozent gebildet, sehr schön. Das heißt, wir haben alles kluge Leute und die arbeiten schneller. ...86% bekleidet, sehr schön. 119 Wohnhäuser, 163 Familien. Wir brauchen mehr Wohnhäuser. Denn wenn wir mehr, ich denke, solange wir mehr Familien haben als Wohnhäuser, werden nicht viel mehr Leute kommen. Alter, was ist denn jetzt los auf einmal? Ja. Alter Schwäche nach der Reihe. Aber wenigstens geht's beim Kräutersammler weiter, da fällt nur mehr ein paar Steine. Ah, sehr schön. Jetzt muss der Kräutersammler nur mal gebaut werden. ...90% bekleidet, sehr schön. Eine Kohlemine wäre halt von dem Standpunkt her interessant, dass wir da nicht mehr so auf den Brennholz gehen müssten, theoretisch zumindest. Da die Leute mit Kohle heizen könnten. Lagerhaus ist das nächste und da kommt der nächste Händler wieder.
der Blödsinn da noch ist, abgerissen werden würde, könnte man schon starten. Aber es dauert eben alles seine Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir schon spielen, aber wir können nicht mehr so ewig weit von der 100 weg sein, glaube ich. Ich glaube, irgendwo um die 70 sind wir, wenn ich mich richtig an den Export erinnere. Und das ist schon einiges an Zeit, das hier in Banished draufgegangen ist. Er hatte da nichts Gutes dabei, was wir brauchen könnten. Tschüssi. ...95% bekleidet, sehr schön. Hat er wieder gespeichert zwischendurch oder so? Ja, ich weiß, dass das Holz leer ist. Nomaden haben angesucht. 34. Na. Nee. Wenn noch ein paar weniger werden, die Vertreter, ne? Das nächste Mal vielleicht, Leute. Obwohl ich glaube, mich zu erinnern, dass wir gesagt haben, wir nehmen keinen Nomaden mehr, ne? Ah, 99% bekleidet und 99% gebildet, das freut mich. Das freut mich wirklich. Alter Schwede, haben wir viele Steine, aber kaum Holz. Geben wir das hier auch mal in Auftrag. Ah ja, und hier wird es langsam 17%, ja. 35%. Hier wird es langsam leer. Ha. Herabfallender Stein, okay. 100% gekleidet. 99%. Ja, das reicht mir. Ah, da freue ich mich. Der Friedhof ist voll, deswegen arbeite ich ja hier schon am nächsten. So ist es ja nicht. Also von den eher nicht zu erneuerbaren Ressourcen, also Steineisen. Haben wir sehr viel und von den Erneuerbaren, so wie Holz, haben wir fast nichts. Was soll man dazu jetzt sagen? Also das hier ein Steinlager voll wird, unser Eisenlager, die sind beide ziemlich voll. Aber wir haben noch ein paar kleinere hier nebenan, so ist ja nicht. Stein könnte man sonst hier noch herzimmern. Wobei er hier eh bald Stenze ist. Sehr schön, sehr fleißig wird hier abgeholzt.